die Zehen an, setzen die Ferse auf und machen zum Abschluss noch eine doppelte Drehung. Wenn ich mich für den Triathlon anmelde, habe ich keine Zeit mehr für den Pantomime-Workshop. Außer ich lasse das Wohltätigkeitstauchen ausfallen. So vielseitig zu sein, zerrt ganz schön an den Kräften. Um ehrlich zu sein, wird mir sogar ganz schwummrig davon. Ihr seid doch nicht neidisch. Ach, oh her dann, ich bin schon ganz grün vor Neid. Im wahrsten Sinne des Wortes. Interessiert euch, was ich gefrühstückt hab? Hier bitte sehr, Mom. Ihre Tagesübersicht, die Wäsche aus der Reinigung und ihr Morgenkaffee. Mit antiker Aztekenschokolade natürlich. Danke sehr, Billy. Sicherheitsverstoß in Sektor 9. Fieber. Ruf Martin, Diana und Java. Sie sollen unverzüglich hierher kommen. Java zu krank, er nicht kommen kann. Oh, lass mich in Ruhe. Mein Kopf fühlt sich an wie eine Bowlingkugel. Ich fürchte, ich werde dir heute absagen müssen, Billy. Ach du meine Güte. Routinekontrolle wird eingeleitet. Keine Sorge, Leute, wir finden schon raus, was euch fehlt. Aber dazu müssen wir erstmal ein paar Routinetests machen. Seit wann gehören denn diese Roboterarme hier zur Routine? Keine Angst, Dai. Ich bin sicher, die Basis weiß, was sie tut. So, das war's auch schon. Jetzt werde ich Mom die Proben zur Analyse weitergeben. Kannst Javas Kissen du vorher aufschütteln? Tut mir leid, Java. Ich darf nicht in die heiße Zone. Aber ich bin hier draußen vor dem Quarantänebereich, wenn ihr mich braucht. Heiße Zone? Ist doch cool, oder? Da ist doch nichts cool dran, unter Quarantäne zu stehen. Was ist, wenn wir uns irgendeinen außerirdischen Virus eingefangen haben? Interessante Theorie. Bedauerlicherweise ist sie total abwegig. Ach, und wieso? Nun, deine extrem ungesunde Gesichtsfarbe und Javas seltsamer Geruch lassen darauf schließen, dass wir es hier nicht mit einem außerirdischen Virus, sondern mit einem Computervirus zu tun haben. Was denn? Als hätten wir nicht schon seltsamere Dinge erlebt. Das Einzige, was hier wirklich seltsam ist, bist du. Das würde auch erklären, warum du immer mit so bescheuerten Theorien dahergekommen bist. Der Zug fährt auf ein Gleis, das überschwemmt wurde. Plötzlich rutscht er weg und ist nicht mehr zu halten. Dann durchbricht er das Raum-Zeit-Kontinuum und landet in der vierten Dimension. Keiner rührt sich. Das war bestimmt das Monster. Aus seinen Augen kommen Laserstrahlen und seine Fingernägel sind kleine Geschosse. Das wäre doch total cool. Natürlich. Das war bestimmt ein Strahlenmutant. Davon habe ich in einem japanischen Fachmagazin gelesen. Das war wohl eher ein Science-Fiction-Comic. Hoppla, das kann nur Ektoplasma sein. Daraus schließe ich, dass wir es hier mit Dämonen zu tun haben. Das haben hier bestimmt irgendwelche prähistorische Mutanten zurückgelassen. Dann solltest du ja keine Schwierigkeiten haben, es zu entziffern. Aha. Substanz unbekannt. Nun, wenn ich mich nicht sehr täusche, dann haben wir es hier anscheinend mit irgendeinem Sumpfmonster zu tun. Hast du das wieder aus irgendeinem Horrorschinken? Hoppla, Augenblick mal. Wieso habe ich daran nicht eher gedacht? Das Tor der Verdammnis ist ein schwarzes Loch, das seine Opfer einsaugt und ihre Molekularstruktur verändert. Wenn es sie dann wieder ausspuckt, sind sie nicht mehr wiederzuerkennen. Das riecht mir aber verdächtig nach Albino-Alligator. Oh. Ja, die kriechen nachts aus den Abwasserkanälen und machen sich über ihre Opfer her. Oh, bitte. Das ist doch nun wirklich die absolut absurde... Schneevampire. Statt dir dein Blut auszusaugen, frieren sie deine Seele ein. Das hat garantiert was mit der Erdnähe des Mondes zu tun. Angriff aus dem All, natürlich! Ich verstehe nur Bahnhof. Diese besondere Gelegenheit bietet sich uns nur alle 500 Jahre. Vielleicht werden sie von kannibalistischen Sockengnomen verspeist. Das könnte eine Sockengnomen-Invasion bedeuten. Und um was für einen Geist handelt es sich? Ein Poltergeist? Ein Schreihals? Ein Kopfloser? Zombie? Ektoplasma? Cool. Na schön. Zugegeben, manchmal habe ich damit ein bisschen übertrieben, aber du musst zugeben, dass es meistens ziemlich unterhaltsam war. Hallo, 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 ey. Java findet auch Martin lustig ist. Wenn du mit lustig die totale geistige Umnachtung meinst, dann muss ich dir recht geben, Java. Es würde mich übrigens kaum wundern, wenn Martin an unserer Krankheit schuld ist. Ich soll schuld sein? Ja, du hast wahrscheinlich auf einer unserer Missionen was aufgeschnappt und uns dann angesteckt. Er sieht fast genauso gut aus.
Der Clan wird wiedergeboren. Nein! Wo haben Sie sich versteckt? Pech gehabt! Jetzt mach mal einen Punkt. Nur weil ich mit ein paar Monstern auf Tuchfühlung gegangen bin, heißt das nicht, dass ich für unseren Zustand verantwortlich bin. Was das war? Das ist Mom. Sie reden über irgendwas. Es geht um unsere Testergebnisse und es sieht leider gar nicht gut aus. Woher weißt du das? Glaub mir, Diana, ich bin gut im Lippenlesen. Bitte sagen Sie, dass das nur ein Scherz war. Ich fürchte, nein. Der Boogeyman wurde in deinem Sektor gesichtet. Schnapp dir eine Waffe und halt ihn in Schach, bis ich mit der Verstärkung eintreffe. Oh je, na schön. Ich bin ja sonst eigentlich mehr der pazifistische Typ, wissen Sie? Okay, das ist schlimmer als ein Computervirus. Was wir haben, muss wirklich extrem ansteckend sein. Sonst würde das Spiel nicht umlegen wollen. Ich hab doch geahnt, dass wir uns was Außerirdisches eingefangen haben. Raus hier. Java will nicht raus aus gemütlichem Bett. Glaub mir, Java, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann wirst du für immer liegen bleiben. Sicherheitsalarm in der Krankenstation. Sicherheitsalarm. Das verstehe ich nicht. Woher wissen die jetzt schon, dass wir abgehauen sind? Keine Ahnung, aber sie sind bestimmt schon hinter uns her. Schnell, versteckt euch. Ja. Sicherheitsalarm in der Krankenstation. Sicherheitsalarm. Ganz schön knapp. Jetzt nichts wie raus aus dieser stinkenden Wäsche und ab durch die Mitte. Wo wollt ihr denn auf einmal hin, Freunde? Nirgendwo nur ein bisschen die Füße vertreten. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht erlauben, diesen Sektor zu verlassen. Billy, ich hab gedacht, wir wären Freunde. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn das so ist... B-Watch aktiviert. Wähle Gut gemacht, Martin. Dank nicht mir, dank meiner guten alten B-Watch. Ohne die wären wir schon oft aufgeschmissen gewesen. Diana! Das war Rettung in letzter Sekunde. Schwindet! Halte durch, Diana! Gehen wir! Von dir hätte er sowieso nur Sodbrennen bekommen. Wähle Schutzschild. Jetzt sollten wir nur versuchen, die nächsten paar Minuten nicht aufgefressen zu werden. Du hast recht. Die B-Watch ist wirklich Gold wert. Hey, was ist denn los, Kumpel? Fühlst du dich etwa nicht gut? Nein. Java nur nicht glauben mag, dass Billy uns nicht mehr mag. Ja, ich weiß. Ich hab ihn auch für unseren Freund gehalten. Ich nehme an, wir hätten es wissen müssen. Ich meine, kann man wirklich jemanden trauen, der sich immer so anschleicht wie Billy? Hallo, Leute! Ich wollte euch nicht erschrecken! Was hast du, Java? Irgendwas näher kommt. Hi, Leute! Hi, Martin! Perfektes Timing! Wir sollten wohl besser die Basis informieren. Nicht nötig! Billy, du musst jetzt wirklich mal damit aufhören! Java aufgemacht hat! Bin ich froh, euch zu sehen! Ich hab ja wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet! Aber es ist noch viel schlimmer! Die Pflanze sich bewegt! Hi, Leute! Warn uns doch, bevor du das nächste Mal einfach so auftauchst. Da ist was Wahres dran.
Okay, wird Zeit, unsere Flucht zu planen. Schon eine Idee? Toll. Jetzt kriechen wir hier rum wie die Regenwürmer und holen uns vermutlich noch den Tod. Fühlt sich an wie Jabba von Riesenschlange verschluckt. Eine kalte, stinkende, dreckige Schlange voller ekliger Maden. Oh, Maden. Irgendetwas kommt mir an diesen Tierchen äußerst bekannt vor. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir auf unseren Missionen fast immer auf etwas Schleimiges oder sonst was Ekliges gestoßen sind. Schleimus Maximus. Was das ist? Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Entdeckung! Java feststeckt! Wo bin ich? Im Haus des Schleims. Das war noch Zeiten. Oh nein! Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir diese Maden schon einmal gesehen haben. Sieh nur, zum Schluss konnten die Kinder den Boogeyman wieder in das Buch verbannen. Überraschung! Hab dich! Jetzt müsst ihr dafür büßen. Das ist der Boogeyman. Wer hat ihn aus seinem Käfig befreit? Man muss ihn uns auf den Hals gehetzt haben. Was sollen wir jetzt tun? Uns wird schon was einfallen. Außerdem sind wir schon oft in brenzligen Situationen gewesen. Das könnte dir so passen! Wir sollten besser wegrennen. Noch mehr Zombies! Na, ist ja toll! Und es wird noch toller! Java nicht schwimmen kann! Ist nicht so schlimm! Machen Sie die Tür auf! Oh Mann, jetzt wird's brenzlig! Naja, okay, aber da sind wir immer einigermaßen gesund gewesen. Jetzt bin ich viel zu fiebrig, um mit diesem Madenkopf-Tango zu tanzen. Java auch Fieber hat und schwindlig ist. Oh, Java Bauchweh! Gute Arbeit, mein Großer. Oh. Auch wenn ich sagen muss, dass deine Rettungsaktionen sonst spektakulärer ausfallen. Oh.
Martin nicht loslassen darf. Ja, Java viel Kraft hat. Wie stehen die Chancen, dass deine Kräfte uns hier wieder rausbringen, Java? Endlich haben wir sie. Okay, jetzt stecken wir definitiv in Schwierigkeiten. Das kannst du laut sagen. Aua, ich hab dir doch gar nichts getan. Tja, wie du weißt, reagiere ich in Stresssituationen nun mal so. Was ist passiert? Während du geschlafen hast, ist dein Buch veröffentlicht worden und jetzt bist du eine berühmte Schriftstellerin. Wirklich, wahr? Nein. Jetzt reicht's. Hey, das war doch nur Spaß. Und wie sehe ich aus? Warst du bei der Altkleidersammlung? Hey, jetzt reicht's mir aber. Ich bin immer noch einer der besten Agenten der Basis. Ansteckende Krankheit hin oder her. Es wird langsam Zeit, dass das hier mal jemand honoriert. Denken Sie doch mal darüber nach, Mom, wo Sie jetzt wären, wenn Sie sich ausschließlich auf diese Holzköpfe hier verlassen müssten. Ist nicht persönlich gemeint, Billy. Sei doch mal still, Martin. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Sie versuchen, sich zu konzentrieren? Die ganze Zeit, die für Ihre blöden Missionen draufgegangen ist, hätte ich gut zum Lernen brauchen können. Oder vielleicht für ein paar zusätzliche Wahlfächer. Java jetzt Bett gehen will. Haltet gefälligst alle mal die Klappe. Ich will das jetzt endlich zu Ende bringen. Wie kann man nur so kaltblütig sein? Mom will nicht mal, dass wir uns aussprechen, bevor wir eliminiert werden. Tja, ich schätze, das war's jetzt, Freunde. Ich werde sie bestimmt alle vermissen. Wen denn? Meinst du unsere paranormalen Missionen? Nein, die ganzen Mädchen. Mädchen. Eine Mädchenschule? Florida. Hey. Nicht flirten. Verzeihung, bitte. Was? Hättest du vielleicht Lust, bei einem kleinen Experiment mitzumachen? Hey, Andrea, wie ist denn das Wertebefinden? Gut, danke der Nachfrage, Martin. Heißt das, du wirst dich mit mir verabreden? Nein. Martin, Mystery. Ich bin nicht interessiert. Holt da rein mit der Heidi Hundi hoch. Java-Mädchen auch vermissen wird. Na, wenigstens verbringen wir das Ende gemeinsam. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Würdet ihr endlich mal alle aus dem Weg gehen? Das könnt ihr mit mir nicht machen, das werde ich euch heimzahlen. Nein, erwartet!
Also, sind Sie die ganze Zeit hinter dem Boogeyman her gewesen und nicht hinter uns? Jetzt hast du es kapiert. Das hättet ihr schon viel früher erfahren, wenn ihr im Bett geblieben wärt, wie man es euch gesagt hat. Aber, was ist mit unserer tödlichen Krankheit? Wie viel Zeit haben wir noch, bis es aus ist mit uns? Eigentlich handelt es sich bei dieser tödlichen Krankheit um eine Lebensmittelvergiftung, die ihr euch in der Schulcafeteria eingefangen habt. Java nichts dafür kann, Java Urlaub hatte. Das ist in ein paar Stunden wieder vorbei. Überhaupt kein Grund, sich Sorgen zu machen. Oh, das erleichtert mich irgendwie. Dann können wir ja jetzt wieder zur Schule gehen. Ja, also bis bald, Leute. Nicht so schnell. So, ihr fühlt euch also von mir total unterschätzt, ja? Und ihr haltet mich für einen dämlichen Holzkopf? So was sollen wir gesagt haben? Das muss wohl im Fieberwahn gewesen sein. Deshalb sollten wir sofort wieder ins Bett gehen. Wiedersehen!